Hallo und herzlich willkommen zum CMS 2015 wieder mal hier. Jetzt wird euer Michael Legolas. Jo, und hier steht das gute Stück, das wir uns in der Aktion geschossen haben, ja. Ja, können wir mal gucken. Ja, da ist einiges kaputt. Ich möchte mich mal kurz reinsetzen hier mit dem genialen Kettenlenkrad hier. Das hat schon irgendwie Style. Ja, da steht auch eins live. Und wenn was geht in dem Auto, dann ist es das Radio. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Was haben wir denn eigentlich? Reifen wechseln könnte ich machen. Karosserie, Zusammenbaumodus. Habe ich da irgendwas für? Tja, da heißt es erstmal in die Tasche greifen. Gut, ich packe das Auto mal auf den Heber. Hat es eigentlich auch einen Reparatur-Chat oder so? Teilenamen, okay. Ah. Motorleistung, Seitenlitten-Check, kein Testlauf, Bestzeit, was? Aha. Wagenwert 19.381. Ich weiß gar nicht, für was ich den Wiederherstellungsbonus. Puh, naja gut, da wir schauen uns jetzt mal die Kiste an. So. Tja, Ist da nicht Öl im Motor oder nicht, oder? Okay. Es ist kein Öl mehr drin. Ist da überhaupt noch eine Ölwanne dran? Doch. Ja, gut, aber vorher müssen wir erstmal den ganzen Motor zerlegen. Wir lassen uns jetzt mal auf den Duck hier ein, dass wir mal das komplette Auto hier zerlegen ein bisschen. Nein, ich will kein Öl reinfüllen, das wäre jetzt Quatsch. Ach, da, das ist auch interessant. Supercharger. Der Kühler muss mal weg hier. So. Hat das Ding eigentlich, warte mal. Okay, die Riemen sind ja mal laut hier. Hat das Ding, was heißt eigentlich Reparaturauftrag? Das ist unser eigener Auftrag. Ah, das hat sogar einen OBD-Scanner. Also ein Port. Können wir ja mal reingucken. Don. So, okay. Wir machen einfach mal alles durch so ein bisschen. Das können wir wie ein richtiges Auto behandeln. Hier ist jetzt ein Kundenauftrag, aber das ist jetzt unser eigenes hier. Da machen wir jetzt mal selber dran rum. So, okay. Ja, das ist aber doch in ziemlich schlechtem Zustand, muss ich sagen. Hätte ich doch ein bisschen besser erwartet. Aber naja. Ob sich das lohnt, wissen wir nicht. So, okay. Tja, manche Teile kann man ja nur kaufen, das ist ja der Witz, ne? Die kann man ja reparieren. So. Halt. Ah, wir haben noch einen Kühler, jawohl. Wir haben auch noch einen Lüfterkühler hier. Sag mal, was ist denn hier? Ach so, ja. Was? Bim, 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 bim. Jetzt habe ich eine ganz blöde Kamera einstellen. Ah, die ist besser hier. Jetzt war der Riemenspanner hier weg. Na, also. Ah, die blöde Rolle da, die immer die einzelne. Da klicke ich rum, da geht nichts. Ich habe doch den angeklickt gehabt. So, jetzt hat er. Oh je, da ist doch ziemlich was malat hier. Ah, da muss ich mal nach Möglichkeit gucken, dass einige Teile hier ganz bleiben. Weil ich kann jetzt dann auch ewig viele Autos ausschlachten gehen und hoffen, dass da mal was dabei ist. So. Jetzt kann man den Deckel hier wegnehmen. Mit die Batterie ist auch mal ladig. Die können wir leider nur ersetzen. Das ist ja der Witz. So, Kraftstoffverteilung, da geht noch nichts. Na, dann halt erstmal die Zündkerzen raus. Die Krümmer, na, der sieht ja noch einigermaßen okay aus. So. Ja, ich mache das jetzt einfach mal, um das zu sehen, um jetzt hier groß Profit zu schlagen. Das glaube ich jetzt mal weniger. Aber nur, dass ihr das auch mal gesehen habt, das hier. Mache ich das jetzt halt einmal hier.
Weil gehört zum Spiel. So, der Luftfilter ist wahrscheinlich schon mal lad, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da groß drauf also Geld mit verdienen kann, wenn ich das so repariere, wie ich meine, dass das geht. Also ich lege da halt das schon Wert drauf, dass die Teile sehr guter Zustand haben. Muss ich jetzt offen ehrlich sagen, halt. Gerne die Sinnspulen raus. So. Ja, dann halt der Deckel hier erstmal. Dann können wir die Kerzen immer noch rausschrauben. So, und hier. Jawohl. Den Krümmer ab. Ja, wir müssen mal alle Teile abbauen und dann gucken, was wir reparieren können. Und da macht man keine halben Sachen. Da wird repariert, am Auspuff kann man ja sowieso nichts machen wieder. Das ist ja das Blöde eigentlich dran an der ganzen Sache. Was hängt denn da noch dran? Ach, das eine Rad und so. Wie gesagt, hier, dass man jetzt den Kühler nicht ausblenden kann, das ist ein bisschen nervig. Das kannst du... Die Kamera, ich... Nee, rast nicht aus, das bringt eh nichts. Die Kamera ist sowas von zum Wegschmeißen hier. Das ist echt, da baut man freiwillig den Kühler ab, damit man irgendwie gescheit sieht hier. Jetzt geht's eigentlich auch. So, weg mit euch. Ja, wirkliche Sinnteile dabei, die muss ich leider einkaufen. Wenn man das halt vorher weiß, welche Teile da hier nicht reparieren gehen, dann wäre es halt auch schön. Aber wenn ich jetzt halt mal schaue, allein so ein Zylinderkopf oder ein Motorblock ist halt schon teuer. Das lohnt sich dann wahrscheinlich gar nicht. Aber warum ist da eigentlich kein Öl drin im Auto? Wie haben die das dann dahergebracht? Haben die es geschoben in der Auktion? Ist es eigenständig hergefahren? Das ist... So. Jetzt die Lichtmaschine kommt auch noch weg. Aber wie gesagt, ich lasse mich einfach auf den Duck ein und kaufe mir die Teile alle wieder neu. Das ist auch hier der Kraftstofffilter, den kannst du ja nur neu kaufen. So, können wir eigentlich da jetzt mal eine Reparatur an... Was heißt da, willst du die Karosserie für... Bitte wie? Nein, will ich nicht. Warte mal, wir machen mal folgendes. Na nü. Ja, jetzt hat er, ich kann ja die Teile hier auch rausbauen. Hat er keine Kofferraumklappe? Ne, ich mache das jetzt wirklich mal so, dass ich die Dinger dann eben so repariere. Also die Reparatur hier, dass ich da extra Geld rausgebe für das, das läuft nicht. Das könnt ihr euch abschminken. Das könnt ihr euch abschminken. Ich müsste, wie gesagt, sowieso einige Teile neu kaufen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. So wie Auspuffsachen, die muss ich neu kaufen. Wie gesagt, bei mir ist halt Perfektion. Also wenn, dann möchte ich selber halt ein Auto, das 100% hat, ja. Ja, okay, auch gut. So, weg mit dir. Und da, es hängt ja so viel dran an dem Ding. Das ist auch diese Buchsen hier, die muss man ja sowieso neu kaufen. Die kann man ja auch nicht reparieren. Höchstens man findet welche, aber die haben ja dann auch keinen vollen Wert mehr, meistens. Das ist auch keine Option. So, dann machen wir hier die Federung weg. Dann über den Querlenker. Ja, wenn man es hier schon sieht, was da das total malladig ist. Der Gesamtzustand ist halt wirklich sehr grottig hier. So, weg mit dir. Ja, das ist im Prinzip fast wie das ist komplett Dismantling, also Stripping, was ich jetzt hier mache. Und nachher wieder zusammensetzen. Ja, apropos Benzintank, ne? Ja, jetzt habe ich einen weggegeben.
Ja, reparieren kann man ja leider nicht. Weiß zwar etwas da. Er kann höchstens verrostet sein, der Tank oder so. Das kann ich mir vorstellen. So, dann haben wir mal die Räder weg. So, komm. Na, büm, büm, büm. Weg mit dir, Backe. Dann machen wir den Stoßdämpfer weg. Die Knochending hier. Das kann auch gleich mal raus. So. Der kann weg, das kann weg. Eigentlich kann ja alles weg. So. Jawohl. Auspuff kann schon mal weg. Das geht noch nicht. Halt, da. Geht auch nicht. Da haben wir doch noch. Ey, ich hab das angedrückt hier. So, weg mit dir. Ja, mal schauen, was wir da am Ende ausgeben, ob wir da nicht noch einen Autoauftrag annehmen müssen. Also einen Kundenauftrag. Dass wir das überhaupt bezahlen können. Ein Darlehen können wir angeblich ja nicht aufnehmen oder nicht mal abbezahlen, wenn wir da eins hätten. Das ist ja der nächste Witz. Ich weiß nicht mal, ob die Werkstatt ein Darlehen hat. So, jetzt machen wir die Stange hier weg. Ja, da müssen wir ja doch erstmal. Also ich hoffe, dass wir recht viel reparieren können. Dass nicht viel kaputt geht bei der Aktion. So, hier löst sich das Auto langsam auf. Anlasser gut, den kann ich wieder von hier erreichen. Das finde ich wieder hervorragend. So. Komm. Jawohl. So, lalala. So. Jawohl. Ah, da geht nichts. Ah, da haben wir noch eine Lagerbüchse drin. Da muss da die ganze Radsache raus. Ja, da kann man jetzt ja zum Beispiel auch Radwechsel machen, ne? Oder Motor wechseln, aber. Was bringt das eigentlich? Wenn ich jetzt den Motor schon total ausgebaut habe, kann ich eigentlich keinen Motor mehr wechseln. Kann ich mir irgendwie Motoren hier irgendwo auf Lager stellen oder so? Weil so hört sich das dann für mich an. Halt alles noch Neuland für mich, das habe ich nie gemacht. Damals habe ich nie so weit gespielt, da hat mir irgendwann hat gesagt, nee, irgendwas war da und dann habe ich halt aufgehört. So. Oder war irgendein anderes Spiel interessanter damals dann. So, da habe ich sie weg. So, dann jetzt auf der anderen Seite weiter. Eine ganze Folge zum Auto auseinanderlegen, würde ich sagen. So. Ja. Weil man könnte vielleicht ein oder anderes Teil lassen, aber ich mache da jetzt keinen Kompromiss. Ich möchte jetzt wirklich ein hundertprozentiges Auto dann vorweisen können. Und das tunen wir dann und ja, das können wir so ein bisschen als krönender Abschluss oder Finale ansehen, ne? Ich meine, wenn es jetzt dann der 2018er so ist, dann ist das, dann machen wir das wahrscheinlich da auch ab und zu mal. Ja, man weiß ja nicht, wie lange ich das dann auch spielen wird, ne? Beim 2015er war es mir jetzt ja auch noch nicht klar, aber der wird halt dann abgelöst endgültig irgendwann hier allein durch einen 18er. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich mache jetzt halt, wie gesagt, hier noch ein paar Folgen, also die, wo jetzt hier noch kommen. Versucht es mal noch ein bisschen parallel laufen zu lassen. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn wir beim 18er vorankommen. So, der Rahmen noch weg, die Wanne weg. Der Ölfilter ist eh Mist hier. Der sieht schon ziemlich malat aus. Total verdreckt hier. Das heißt, der Bump. Da war doch eh schon kein Öl mehr drin. Ich habe doch nachgeguckt und wehe. Nee, das dürfte, sonst wäre da eine Meldung gekommen, die wir mit okay bestätigen hätten müssen. So. Okay, die Kurbelwelle kriegt man ja nicht so raus. Eigentlich ein bisschen Schmarrn wieder mal. So, aha, da ist noch ein Gerippe auf der Hebebühne hier. Aber schönes Kabel und das Lenkrad, wie gesagt, das macht mich gerade noch irgendwie fertig, dass es sowas überhaupt gibt hier.
So, die Kolben, die tausche ich alle aus. Das. Ja. Die haben wir alle nicht mehr viel drauf. Ne, was hängt? Was hängt denn? Ach, die Welle noch, okay. Ja, da müssen wir nochmal hoch. Das wird es. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hier. So. Motor. Welle raus. Runter. Hoch, runter, immer wieder. Das macht Spaß, ja. Und das den ganzen Tag. Lalalala. So, weg. So, jetzt Sattel. Motor wechseln. V8 supercharged. Empty Swap. Neuer Motor muss mit eigenen Teilen zusammengesetzt werden. Was ist denn das? Ja, jetzt, wenn ich das jetzt hier andrücke, ich möchte den starken Motor haben. Geht das? Oder befindet sich bereits im Fahrzeug? Okay, da haben schon die guten. Der DOHC ist halt nicht so stark hier, ne? Der hat 440 PS. Wow. Und einen eigenen Motor zusammenbauen. Nee, das lassen wir mal lieber. Oder? Wir können ja mal. Warte mal, wir können trotzdem mal gucken. Nee, machen wir nicht. Nee. Ich habe jetzt gedacht, kann ich da dann irgendwie einen Motor zusammenbasteln? Reifen wechseln? Sportreifen rennen. Wow. Weißwand schmaler. Das ist ja für ein altes Auto gedacht. Rigtire. Wow. Okay, so ist es also. Auf Zustandsmodus. Ja, schlechter Zustand. So, jetzt mal gucken. Reparaturauftrag. Fehlendes Teil. Ja, Wagenwert. Okay. Jetzt machen wir Chip-Tuning. Jawohl. So, und jetzt, wie ist es eigentlich hier? Karosserie. Für 1700. Okay, machen wir jetzt mal. Müssen wir machen, weil sonst ist es, ja. Die Teile, die wir jetzt hier haben, die müssen wir ja sowieso reparieren. So, jetzt machen wir hier mal. Irgendwas wird kaputt gehen, ich weiß es. Wahrscheinlich irgendein teures Teil. Ja, der Achsschenkel ist schon mal kaputt. Aber so teuer ist der nicht. Okay, das Plastikgelumpe. Kaputt. 70%, okay. Ja, aber ich kann ja nicht darauf warten, dass ich hier ewig Teile kriege von irgendjemand dann. Ich kann es probieren, natürlich. Also möglich wie nichts kaufen, sage ich mal so. So, komm. Ja, das ist sehr... Okay. Das Karosserie-Teil, da konnte man wegschmeißen. Na ja, gut, die Karosserie-Teile müssen wir halt. Da müssen wir einen sauren Apfel beißen, die müssen wir kaufen. Ne, wobei ich ja eigentlich keine Teile kriege, weil ich ja. Ja, da müsste ich jetzt wirklich Castrigging machen ohne Ende. Und gucken, dass die passenden Teile reinkommen. Hm, wie mache ich es denn jetzt? Ah, kaputt, verdammt. So, okay. Der Lüfter ist übrig. Kaputt, okay. Hm. 99% ist auch immer so eine Sache hier. 99 ist eigentlich schon wieder 100% eigentlich bei mir. Komm, jetzt tau noch ein paar Teile auf 100. Ja, ach, kaputt. Und dann machen wir es einfach jetzt wirklich so. Wir bauen das Auto zusammen und... Weil normalerweise könnte man jetzt halt hergehen und immer wieder. Ich möchte es jetzt hier ja noch halt kriegen in dem Stand hier. Und im 2.8er wird man es natürlich auch machen hier, aber
Da werde ich dann wahrscheinlich wirklich gucken, dass ich die Teile irgendwie zusammenfinde, dann sozusagen. Dass ich die möglichst nicht kaufen muss. So. Ja, gut. Da mache ich jetzt irgendwie einfach mal weiter. Was jetzt kaputt geht, das ist dann kaputt. Da kann ich es dann nicht ändern. So. In dem Fall, da tun wir keine Abstriche machen. Na gut, das sind noch alte Teile hier. Der Abrissknopf V8. Okay, der gehört aber, glaube ich, jetzt in meinem Auto. So, boah. Okay, da sind ja ein paar Teile kaputt gegangen. Inventar. Ja, jetzt gucken wir mal. Was kann man rausschmeißen? Ja, der Kraftstoffverteiler ist malat. Spurstangkopf. Ja, die Klammern haben wir alle repariert, glaube ich. Ja, Lagerbüchse, aber die sind immer zu schwach hier. Das will ich nicht. Die kaufe ich mir neu. So, eine Abdeckung hier. Ich verkaufe die jetzt schon mal. Der Kühler ist malat. Wir hatten ja eh einen, den hatten wir schon von langem hier. Gut, da die halte ich mal in der Hand hier. Die rollen ja gut. Batterie, Zündkerzen. Naja, gut, gucken wir mal, was wir da einbauen können. Zusammenbaumodus. Ja, der Block ist gut. Ah, wir hatten den Block noch, oder? Kann das sein? So. Und da muss dann gleich die Welle rein. So. Samba-Modus. Der Axt, jawohl. Vorder habe ich zwei sogar. Okay. Habe ich auch zwei Wellen? Okay. Ja, das ist doch schon mal ganz gut hier. Und die Dinger hier, habe ich die alle? Da muss ich da einen zukaufen. Jetzt wird hier natürlich alles schemenhaft dargestellt. Da wird es wieder schwierig, die Teile auseinanderzuhalten. Na. So und so. Okay, der Ölfilter, ja, den muss ich kaufen. Zwei Zahnstangen. Ein Stabi, einer ist defekt. Okay. Ja, ich habe ja schon ein paar Teile, von daher habe ich die Spurstangen, die muss man kaufen. Die, ja, da kommt man leider drum rum. Hier Achsschenkel, jawohl. Narbe. Nickelnagelneu. Ja, die Bremsscheiben muss ich auch neu kaufen. Querlenker können wir noch anbringen. So. Jawohl. Ja, Radnaben haben wir eigentlich genügend, so wie das ausschaut. Querlenker oben. So, aber ich glaube, der untere, ne, da haben wir sogar noch. Okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Lagerbüchse habe ich noch eine auf Vorrat. Die Kurbelstange muss ich kaufen. Okay. Stoßdämpfer habe ich keinen. Da muss ich wieder weitere Buchsen kaufen. Noch ein Querlenker hier, den habe ich vergessen auf der Seite. So. Ölfilter, den gelben. So, ich mache einfach mal Folgendes. Ich gebe einfach mal Filter ein. Filter. So. Luftfilter weiß ich nicht, aber Kraftstofffilter auf jeden Fall. Luftfilter könnte es der Standard hier sein. Ich nehme den mal. Ölfilter ist der hellgelbe, glaube ich. So. Haben wir das nämlich schon mal. So, Filter, Filter, Filter. Wo ist der Filter? Da.
Da kommt er vor. So. Jawohl. Jetzt machen wir die Karre mal da nach unten. So, und hier mal reingeguckt. Samba-Modus. Batterie haben wir keine, ne. Kolben haben wir jetzt auch gerade keine. Lichtmaschine kann man... Ja, die haben wir repariert. Jawohl. Das ist schon mal hervorragend. Servo. Nee. Die müssen wir neu kaufen. Dass wir zufällig eine finden, das halte ich heute für ein Gerücht, sage ich mal so. Bremskraftverstärker haben wir noch ein. Luftfilterunterteil ist perfekt. Luftfilter, jawohl, haben wir einen richtigen erwischt. Deckel haben wir auch noch einen. Geht doch alles. Klammern, hundertprozentig. So, dann haben wir die ganze Filtergeschichte nämlich schon so gut wie abgeklärt. So. Da den Filter noch. So, den Rest muss ich dann kaufen. Ja, aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir machen hier mit einem Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann geht's weiter in der Restaurierung in der nächsten Folge. Bis dann, euer Legolas. Tschüss.